Für die Vermittlung von Kulturerbe eignen sich zeitgenössische wie auch traditionelle Vermittlungsstrategien. Die Wahl ist abhängig vom Ziel. Wen und was möchte man erreichen? Für eine breite Öffentlichkeit würde ich zu einer narrativen Vermittlungsstrategie tendieren. Ich würde Erzählwelten schaffen und darin ganz viele kleine Geschichten erzählen. Nebst Führungen und Ausstellungen legen wir an der ETH-Bibliothek den Fokus auf die digitale Vermittlung von Kulturerbe. So beschäftigen wir uns zum Beispiel mit multimedialem Storytelling und erzählen auf unserer Plattform Explora Geschichten. In diesen Geschichten verbinden wir die Bestände der verschiedenen Sammlungen und Archive anhand eines Themas. Auch Video eignet sich sehr gut, um Kulturerbe zu vermitteln. Wir haben zum Beispiel in unserer Kampagne Treasure Troves verschiedene Exponate ausgewählt und zeigen diese im Detail. Entscheidend für das Interesse an Kulturerbe ist der Auftritt und das Angebot. Der Besucher möchte etwas erleben, er möchte überrascht werden und er möchte etwas mitnehmen. Dies machen wir am besten mit Emotionalität, ganz authentisch und persönlicher Relevanz. Am besten noch mit Einbezug von aktuellen Geschehnissen und aktuellen Themen und Fragen aus der Gesellschaft. Wir versuchen stets, die Relevanz des Kulturerbes für die heutige Zeit aufzuzeigen und auch einen Bogen zur aktuellen Forschung an der ETH Zürich zu schlagen. So interviewen wir zum Beispiel für Explora ETH-Professoren, die die Bedeutung von Kulturerbe für ihre eigene Forschung aufzeigen.